Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Die Samstagskonferenz oben mit den 5 Partien steht an und dazu eben die 4 anderen Spiele in der Zusammenfassung. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, falls sich jemand fragt, warum zur Nations League von Deutschland gegen Frankreich keine Prognose mehr kam, ich muss sagen, ich hatte nicht mehr so viel Lust auf Länderspiel-Prognosen, weil ja im nächsten Monat ist, glaube ich, schon wieder Länderspielpause. Und da habe ich aktuell einfach keine Lust mehr drauf. Aber naja, fertig gemeckert. Wir schauen jetzt auf die Konferenz. Viel Spaß dabei und ja, bleibt fair. Und damit ein ganz herzliches Willkommen in der Konferenz Bayer 04 Leverkusen gegen Hannover 96. Das erste Spiel, wo wir hier mal gerade vorbeischauen. Die Leverkusener sind noch nicht wirklich im Tritt in dieser Saison. Man hatte sich viel erhofft, viel erwartet. Bislang läuft es aber eben noch nicht rund. Zuletzt vor der Länderspielpause ein 0:0 gegen Freiburg. Das soll jetzt besser werden. Wir schauen erstmal aber nach Stuttgart. Und bei Borussia Dortmund könnte es kaum besser laufen. Auch wenn man ganz oben steht in der Tabelle mit 17 Punkten, ist sogar logischerweise noch etwas auszubauen. Die defensive Stabilität ist da ganz groß auf der Agenda von Lucien Favre. Heute gegen Stuttgart soll es aber zum 6. Sieg der Saison reichen. Ab nach Augsburg. Hier ist Leipzig zu Gast und die Leipziger grüßen von Tabellenplatz 2 zuletzt ein absolut überzeugendes 6:0 gegen Nürnberg. Wobei man auch sagen muss, da haben sich die Klubberer am Ende irgendwann auch ergeben. Wir schauen auf die Aufstellung von Leipzig und sind gespannt, was sie hier gegen die Fuggerstädter anrichten können. Die haben sich ja beim 4:3 gegen Dortmund super geschlagen, am Ende nichts mitgenommen. Wir schauen nach Nürnberg. Und die Frage ist, wer erholt sich hier besser von den letzten negativen Wochen? Hoffenheim verlor 1:2 zu Hause gegen Frankfurt. Verkraftbar kann passieren, auch wenn es jetzt schon die 4. Niederlage war. Nürnberg hingegen fuhr die nächste Packung ein. Negativ sicherlich für Kölner. Wir schauen drauf. Ab nach Wolfsburg. Hier ist der FC Bayern München zu Gast und wir springen direkt in die Anfangsphase dieser Partie. Die Wolfsburger in den dunkelgrünen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang und Bayern in rot von rechts nach links. Die Elf von Niko Kovac sollte sich jetzt in der Länderspielpause zumindest etwas erholt haben, etwas die Bundesliga aus dem Kopf bekommen haben, um jetzt die ersten Punkte nach langer Zeit mal wieder einzufahren. Zumindest den ersten Dreier nach sehr langer Zeit. Mit einigen Unentschieden hatte es ja geklappt, unter anderem in der Champions League gegen Ajax und zu Hause. Tor in Leverkusen. Gegen Augsburg in der Liga, das erste Tor in der Konferenz ist gefallen. Ab nach Leverkusen. Das frühe 1:0 für Bayer 04 Leverkusen und Lucas Alario ist der Torschütze. 1:0 für die Heiko Herrlich 11 Hannover 96. Zuletzt den ersten Sieg gegen Stuttgart eingefahren und jetzt sind sie hier in der Defensive absolut ungeordnet. Havertz steckt noch einmal durch. Und dann ist Alario vor Michael Esser ziemlich frei und braucht den Ball nur noch in eine Ecke einzuhauen. Und das macht er hier auch. 1:0 für Bayer 04. Schlechter Start für Hannover. Auch beim letzten Auswärtsspiel gegen Frankfurt sah es sehr übel aus. Da verloren sie 4:1, waren chancenlos. Und das möchte die Elf von André Breitenreiter hier natürlich verhindern. Die Anfangsphase war relativ ausgeglichen. Und jetzt eben dann doch mit der ersten Möglichkeit das erste Tor für Leverkusen. Wie können die in Textmarker grün spielenden Hannoveraner antworten? Erstmal mit dieser Flanke. Wendell ist dazwischen. Wir geben aber nach 10 Minuten ab und schauen nochmal aufs Tor und dann gehen wir nach Stuttgart. Gibt Einwurf für Stuttgart, die sich gerade ein wenig festgesetzt haben am 16er. Der Dortmunder Trainerwechsel. Korkut raus, Weinziel rein und das sieht hier in den ersten Minuten ganz okay aus. Man kann so viel noch gar nicht hineininterpretieren. Aber trotzdem ist es zumindest keine harmlose Vorstellung. Sie versuchen nach vorne zu spielen, bekommen jetzt auch eine durchaus gute Freistoßposition direkt am Kasten bzw. direkt an der Box.
der könnte gefährlich werden, wenn er nicht so lupfermäßig reingebracht werden würde. Askasiba nochmal, Gentner mit dem Abschluss, ab nach Wolfsburg. Die Bayern führen mit 1:0 und Arjen Robben macht das in der 12. Spielminute überragend. Und Lester Castells keine Chance. Wolfsburg fehlt der Zugriff und dann schauen sie sich das an. Da steigt er hoch zum Kopfball, setzt sich dadurch gegen den langgewachsenen Robin Knoche. Und platziert den nicht unbedingt perfekt, aber eben direkt unter der Latte. Und Castells kann nur hinterher segeln und kommt nicht ran. Hier steht es 1:0 für die Bayern und wir schauen mal nach Augsburg. Leipzig kommt gerade. Diego Demme ist das, bringt den Ball auf die linke Außenseite. Der Ball jetzt aber zu schwach. Max hat aufgepasst und Lute drischt den Ball jetzt raus. Zuletzt 4 Gegentore für Andi Lute. Das Torwartproblem bei Augsburg, wenn man es so bezeichnen müsste oder möchte, ist durchaus akut. Man muss vielleicht da im Winter nochmal nachlegen. Beim 4:3 der Freistoß. Und was ist das denn jetzt? Da erzähle ich noch von der Vergangenheit und in der Gegenwart passiert hier so ein überragendes Tor von Alfred Finnbogason. 16. Spielminute, 1:0 für Augsburg und was für ein klasse Treffer. Super Konter, Lute drischt den Ball nach vorne, dann geht schnell die Flanke von der linken Seite und Alfred Finnbogason nimmt das Risiko an. Upamecano kommt nicht hinterher. Und für Gulaschi ist nur noch hinterher schauen angesagt. Super Treffer für die Fuggerstädter. Es steht 1:0 für den FC Augsburg. Das kam jetzt überraschend. Um meinen Gedanken von eben noch zu Ende zu führen. Eben Lute beim 4:3 gegen Dortmund sah beim Freistoß in der 96. nicht sonderlich gut aus. Und dementsprechend muss man da vielleicht nochmal was Stuttgart nachlegen. Und ja, jetzt gehen wir nach Stuttgart. Der nächste Treffer. Die Gäste führen, Borussia Dortmund liegt mit 1:0 in Front und Jadon Sancho ist derjenige, der das Ding eingeschweißt hat. Paco Alcácer mit der klasse Übersicht, super Pass mit dem perfekten Timing. Zieler dann in der kurzen Ecke, ja, ist er da machtlos? Wahrscheinlich schon, der war ziemlich gut draufgedroschen. Dortmund führt mit 1:0, also auch hier die Gästeführung, wie schon in Wolfsburg. Und dann gehen wir mal ins Max-Morlock-Stadion nach Nürnberg. Es ist hier erstmal ein zähes Abtasten zwischen dem 1. FCN und der TSG Hoffenheim. Beide Teams nicht mit dem größten Selbstvertrauen in den Knochen, aber das letzte Heimspiel konnte Nürnberg erfolgreich gestalten. 3:0 gegen Düsseldorf. Hoffenheim hat ja auch schon gegen Düsseldorf in der Saison gespielt und da verloren mit 2:1. Allerdings eben auch auf das Gegners Platzes. Jetzt ist es hier erstmal wirklich eine unsichere Anfangsphase. Nürnberg will nicht die nächste Packung Tor bekommen. Tor in Stuttgart. Apropos Packung, wir geben nach Stuttgart. 2:0 und ja, von Packung kann man hier noch lange nicht sprechen. Ist ja erst das zweite Gegentor, aber nach 24 Minuten und was für ein Fehler von Zieler. Direkt dem Gegenspieler in den Fuß hineingespielt und dann ist es am Ende einfaches Spiel für einen Mann wie Brun Larsen, der gerade so einen Lauf hat. Der Junge macht es einfach richtig gut in den letzten Wochen und Monaten. 2:0 und Stuttgart muss aufpassen, dass das Debüt von Markus Weinzierl nicht mächtig in die Hose geht. Aber sie müssen jetzt langsam mal aufwachen und wieder was nach vorne bringen. Wir schauen nach Leverkusen. Dicke Möglichkeit für Kevin Volland gerade zum 2:0. Sehr spitzer Winkel und trotzdem ist es gar nicht so ungefährlich. Er trifft nur den Außenpfosten, sodass Esser jetzt den Abstoß vom eigenen Kasten ausführen kann. Leverkusen spielte wirklich eine gute Partie. Es fehlt eigentlich nur der zweite Treffer. Hannover kommt nicht so recht nach vorne. Die tun sich extrem schwer im Spiel nach vorne. Konzentrieren sich so halb auf die Verteidigung, aber auch das etwas inkonsequent. Und jetzt kommt wieder Leverkusen. Wendell auf Volland. Da kommt die Flanke, aber Albornoz ist erstmal dazwischen. Jetzt huscht der Ball da durch den 16er. Chor auf Havertz und 2:0. An sich ja nicht verkehrt, dass Albornoz da reingrätscht, aber dann muss der Ball auch richtig geklärt werden.
trotzdem im Nachhinein auch noch zu verteidigen. Dieses Kopfballduell gegen Chor darf Wallace da einfach nicht verlieren. Und Havertz macht das natürlich auch klasse. Tor in Stuttgart. Ball aus kürzester Distanz rein. Das nächste Tor in Stuttgart. Schauen wir natürlich hin. Und sie sind aufgewacht. 29. Spielminute. Şadrak Akolo mit dem 1:2. Und was für ein Treffer. Da muss man auch einfach mal das Glück haben. Eckstoß. Dann eigentlich geklärt, aber er nimmt das volle Risiko an. Mit dem linken Fuß hämmert er den Ball oben rechts rein. Sorry. Und wir geben eine Station weiter. Hier führen die Gäste ja ebenfalls mit einem Tor Vorsprung. Jedoch mit 1:0. Der VfL wagt sich jetzt gerade auch mal aus der eigenen Deckung. Tisserand heute wieder als Sechser aufgeboten. Legt auf Mali. Das ist jetzt ein gutes Zusammenspiel. Und Weghorst steht am Ende der Kette und macht das Ding rein. Kein Abseits. Wout Weghorst mit dem Ausgleichstreffer. Der FC Bayern wirkt da ein bisschen behäbig in der Verteidigung in dieser Situation. Hummels und Süle heute übrigens aufgestellt. Boateng hatte ja auch in der Länderspielpause noch ein bisschen mit muskulären Problemen zu kämpfen. Und Weghorst macht das natürlich auch gut. Hummels ist zwar dran, aber kriegt keinen Zugriff. Und so steht es dann hier 1:1 nach etwas über einer gespielten halben Stunde. Wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Die Bayern machen bislang eigentlich eine souveräne Partie nach zuletzt. Ja, eben 3 Ligaspielen ohne einen Sieg und jetzt wurden sie hier bestraft für eine kleine Unachtsamkeit. Wolfsburg macht es gar nicht verkehrt, aber ist die nicht bessere Mannschaft, sondern eher die zurückhaltendere. Sie machen das Spiel nicht und konnten jetzt trotzdem zurückschlagen. Wird der FC Bayern jetzt nervös? Das ist die Frage und Wolfsburg kommt über die rechte Seite. Steffen auf Yunus Mali, der hat das Ding ja gerade vorbereitet. William, guter Ball eigentlich. Arnold bringt ihn nochmal raus. William Müller ist dazwischen. Wir geben weiter. Augsburg führt hier noch mit 1:0 gegen Leipzig. Und jetzt müsste es eigentlich einen Freistoß geben. Hätte ich gedacht, aber falsch gedacht. Aber Augsburg ist da gerade so ein wenig unter Beschuss gekommen, weil Leipzig vor der Pause gerade nochmal richtig auftritt. Sind ja nur noch 5 Minuten zu spielen. Sabitzer, Ilsanker und Augsburg kommt nicht an den Ball. Ilsanker wieder auf Dämme, gut auf Werner, Pfosten und Forsberg staubt ab und Ausgleich. Emil Forsberg steht genau richtig und nutzt das Pech von Timo Werner aus. Sicherlich hätte er den selber gerne gemacht. Schauen wir nochmal drauf. Nein, kein Abseits. Oben Philipp Max, wenn ich mich nicht täusche, ist es der, das Ganze aufhebt. Werner dann an den Pfosten und Forsberg hat die Technik, den mit dem linken reinzumachen. Klar, das Tor ist frei, aber ganz so einfach, wie es hier ausschaut, war es sicherlich nicht. Es steht 1:1. Leipzig kann also vor der Pause noch ausgleichen und wir schauen nach Nürnberg. Da steht es auch Remis, allerdings noch 0:0. Hoffenheim versucht hier gerade zumindest etwas mehr nach vorne zu bringen, aber die wirklich gefährlichen Torchancen bleiben doch fast komplett auf der Strecke und Nürnberg ist mit diesem 0:0 ganz gut zufrieden. Aber sie schauen hier einmal kurz drauf und sehen, was hier eigentlich abgeht. Abseits, Ballverluste, Fehlpässe, das ist wirklich nicht ansehnlicher Fußball. Das Wetter spielt auch nicht unbedingt mit, schön regnerisch ist es hier in Nürnberg und ja, so geht es vermutlich mit diesem 0:0 in die Pause, wenn ich noch etwas Komisches passiert. Tor in Leverkusen. Passiert. Tor in Leverkusen und ja, das wollen wir natürlich nochmal sehen. Hannover droht auseinanderzufallen. Drittes Ding in der ersten Halbzeit. Kevin Volland macht das Ding rein mit dem Kopf. Esser steht ein Stück zu weit vorm Kasten, aber das Kopfballduell, was Alistair führt, und sorry, Alario ist es natürlich. Das Kopfballduell, was Alistair in Anführungszeichen führt, ist miserabel. Der geht da gar nicht hin, steht eigentlich in der besseren Position. Alario lauert, steht direkt hinter ihm
und köpft das Ding dann ein. In den anderen Stadien ist bereits Pause. Hier gibt es 3 Minuten Nachspielzeit im ersten Durchgang. Und vermutlich wird es hier mit diesem 3:0 in die Pause gehen. Und André Breitenreiter hat dann einiges vor oder einiges zu tun, vor allem im zweiten Durchgang. Sieht für Leverkusen aktuell sehr gut aus und die Gäste müssen aufpassen, dass ihnen hier nicht Leipzig-Nürnberg oder Dortmund-Nürnberg 2.0 oder 3.0 besser gesagt schon passiert. Es steht 3:0 und da müssen jetzt die Hannoveraner im zweiten Durchgang wirklich viele Zähne zulegen, um da noch etwas zu reißen. Wir schauen gleich weiter drauf. So, das war die erste Halbzeit der Prognose und ich möchte einmal darauf hinweisen, morgen kommt die zweite und dritte Liga im Verbund. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten, ja, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Zurück in Augsburg, wo Emil Forsberg kurz vor dem Pausenpfiff noch das 1:1 erzielen konnte. Die Augsburger machten hier bislang eine gute Partie, aber auch die Leipziger sind sehr gut aufgelegt. Es ist eine gute erste Liga-Partie, kann man nicht anders sagen. Beide mit sehr ansehnlichen und gefälligem Fußball. Hier wird sicherlich noch was passieren im zweiten Durchgang, wenn sich dieses Niveau hält. Jetzt Lute erstmal unter Druck und da drischt er den Ball ins Aus. Und die Torhüter-Diskussion, wenn ich das noch einmal sagen darf, wird vermutlich nicht ausbleiben. 40 Minuten sind jetzt hier noch zu spielen und wir hoffen, die sehen ein bisschen besser aus als diese Anfangsphase. Wir schauen jetzt erstmal nach Nürnberg. Hoffenheim versucht etwas Druck aufzubauen. Bittencourt mit der völlig missratenen Flanke, aber sieht Brennett vielleicht da und dann ist Bredlo da. Naja, vielleicht war die Flanke doch nicht so schlecht von Bittencourt, aber es ist nichts draus. Tor in Stuttgart geschehen. Wir schauen nach Stuttgart, wo der vierte Treffer bereits gefallen ist. Und es ist der Ausgleich. Daniel Didavi in der 53. Spielminute mit dem 2:2. Was ist mit Borussia Dortmund in der Verteidigung aktuell los? Spektakel nach vorne, ja, nach hinten allerdings eben auch. Das nächste Kopfballtor und was für eins. Da kommt er angerauscht, da kommt er auch gar nicht anders an den Ball als mit diesem Kopfball. Akanji verschätzt sich da. Und dann ist das ein gut platzierter, harter Kopfball. Nimmt den Schwung eben aus seinem Sprint mit und macht das Ding rein. Für Bürki nicht zu machen und jetzt steht es hier 2:2. Markus Weinzierl scheint also vielleicht in der Halbzeit nochmal ein bisschen was rauskitzeln zu können. Beziehungsweise hat er geschafft, seine Mannschaft nochmal mehr zu motivieren. Das 1:2 in der 29. Minute, das hat auch etwas Brust und Luft vor allem gegeben. Hier steht es also 2:2. Es folgen etwas mehr als spannende 30 Minuten ab nach Wolfsburg. Schauen gerade auf den Wechsel. Blaschikowski kommt für Brekalo und auch bei Bayern wird gewechselt. Der Torschütze geht, Arjen Robben, der das 1:0 ja erzielt hatte, verlässt den Platz dafür. Der frische Franck Ribéry jetzt auf dem Feld. Die zweite Halbzeit hat jetzt für Bayern besser angefangen. Sie spielen ganz gut nach vorne. Lewandowski nimmt da den Ball hoch. Relativ unnötige Aktion und jetzt auch der Ballverlust. Aber ansonsten sieht das bei Bayern wieder ganz gut aus. Dominanter, sicherere Bälle eigentlich im Gegensatz zu dieser Situation, Stuttgart, die wir da gerade gesehen haben. Und der nächste Treffer an Stuttgart schauen wir natürlich an. Dortmund führt wieder. Doppelpack Jakob Brun Larsen. 61. Spielminute und Dortmund führt wieder. Und jetzt mit 3:2. Der Gästeblock kann es gar nicht fassen. Die Dortmund-Fans sehen wirklich in den letzten Wochen so viele Tore. Das ist außergewöhnlich und jetzt ist Brun Larsen da. Der nächste Kopfballtreffer, das ist in dieser Konferenz schon sehr auffällig. Da steht aber auch auffällig frei. Keine Chance für Zieler. 3:2 für Dortmund. Weil wir hier schon so oft waren, schauen wir mal nach Leverkusen. Die Partie hat sich ein wenig beruhigt. Hannover hat sich etwas stabilisiert vor allem. Und Leverkusen kommt nicht mehr so ganz schnell und ganz häufig in die gefährlichen Zonen. Lucas Alario geht jetzt raus. Torschütze des Tages. Isakile Tillin dafür neu im Feld und das wird von den Zuschauern
honoriert die Vorstellung von Alario, war wirklich gut. Ja, auch doppelt erfolgreich gewesen. Wie wird sich Hannover hier in den letzten 30 Minuten knapp noch präsentieren? Erstmal wieder mit dem Ballverlust. Das geht einfach zu leicht. Volland mit der Flanke, Anton ist dazwischen. Und wir geben weiter. Nach wie vor 0:0 hier in Nürnberg. Das ist ein wenig schade, weil beide Teams jetzt im zweiten Durchgang zumindest versuchen, nach vorne zu spielen. Es ist kein Superklasse-Spiel. Das war jetzt aber mal gut gemacht. Kramaric, der Ball ist aber auch wieder suboptimal. Aber der zweite Durchgang ist schon etwas besser geworden. In der ersten Halbzeit war wirklich fast gar nicht zu sehen. Jetzt gibt es hier erstmal einen Wechsel. Alexander Fuchs kommt für Löwen und bei Hoffenheim geht Scholloy. Dafür kommt Joel Linton ins Feld. Scholloy, der nicht wirklich auffällig gespielt hatte. Vielleicht jetzt mal der neue und richtige Akzent. Dem hierbei mit dem Eckstoß, aber Eras ist dazwischen, verlängert den Ball. Auch das ist hier alles nicht gefährlich. Viel Spaß macht es hier nicht im Max-Morlock-Stadion. Wir geben lieber nochmal eine Station weiter. Augsburg, Leipzig noch 1:1. Jetzt hat die Partie etwas an Qualität verloren. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass hier ein Tor in der Luft liegen könnte. Es ist momentan Leipzig, die Mannschaft, die besser auftrumpft. In der letzten Saison konnte Augsburg... Tor in Stuttgart! Gewinn gegen Leipzig. Jetzt gehen wir mal wieder nach Stuttgart, weil mal wieder ein Treffer gefallen ist. 4:2, Axel Witzel, und das ist ja zumindest die Vorentscheidung. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Dortmund nochmal zwei Gegentreffer kassiert. Super Freistoß von Reus an die Latte. Und Witzel macht es dann akrobatisch. 4:2 für Dortmund. Wir schauen nach Wolfsburg. Da ist es deutlich spannender. Ist es, weil auch Wolfsburg gerade wieder viel nach vorne tut, um etwas zu machen. Da dieser Fehler von Hummels. Blaszczykowski bekommt den Ball von Weghorst. Und Blaszczykowski, neuer Unsicher, immer noch nicht geklärt. Jetzt hat er aber den Ball. Das ist alles nicht so sicher, was der FCB da spielt. Aber wo soll es aktuell auch herkommen? Es steht 1:1, aber dennoch wollen die Gäste hier mal wieder gewinnen. Das ist klar, aber es sieht auch momentan einfach nicht danach aus, als könnten sie hier Augsburg noch was machen. Kommen die Last Minute Bayern noch? Wir werden es jetzt in den nächsten 10 Minuten sehen. Ab nach Augsburg. Ich habe ja gesagt, dass hier noch ein Tor in der Luft liegt und jetzt ist es da. Diego Demme mit dem 2:1 in der 82. Spielminute. Der Gästeblock jubelt, der Gästeblock tobt, weil Demme den Ball über die Linie grätscht und Lute, diesmal möchte man ihm keinen Vorwurf machen, gegen die Laufrichtung, auch wenn viel Lauf in der Situation gar nicht dabei war, aber da konnte er nichts machen. Das waren ja keine Elfmeter, die Diego Demme da brauchte, um den Ball über die Linie zu schieben. 82. Minute, also 2:1 für Leipzig. Können die Augsburger nochmal zurückschlagen oder verlieren sie wieder? Gregoritsch geht jetzt dafür neu im Spiel. Lassen Sie mich raten, Jan Moravec, und dann geben wir nach Leverkusen. Und die Elf von Heiko Herrlich versäumt es hier, noch einen draufzulegen. Es wäre auch ein 4 oder 5-0 mittlerweile denkbar gewesen, aber da verschonen sie so ein wenig die Gäste aus dem hohen Norden. Das ist für Hannover und André Breitenreiter sicherlich wieder ein riesiger Rückschlag. Das ist eben einfach keine gute Auswärtspartie. Wie gegen Frankfurt, vorhin schon angesprochen. Verlor man 4:1, da war man macht- und chancenlos und auch hier ist es wieder so, dass man nicht das Gefühl hat, dass Hannover hier wirklich noch was reißen kann. Es gab zur Pause 3 Wechsel, aber die sind auch völlig verpufft. Man muss es so hart ausdrücken, Hannover in diesem Falle nicht wirklich reif für Punkte hier in Leverkusen. Bailey jetzt nochmal, aber weil hier alles klar ist, geben wir nochmal nach Wolfsburg. Wo noch gar nichts klar ist, 1:1. Kurz vor Schluss und es könnte sich auch hier in beide Richtungen entwickeln. Die hundertprozentige Torchance blieb aber aus. Solche Ballverluste muss man aber auch vermeiden, wenn man zumindest einen Punkt holen will. Für Wolfsburg wäre das sicherlich ein Gewinn. Für die Bayern mal wieder 2 Punkte.
die verloren wären im Kampf um die Meisterschaft. Muss man ja schon fast so sagen. Im Kampf vor allem gegen Borussia Dortmund. Es ist vorbei. 1:1 trennen sich Wolfsburg und Bayern. Wir schauen nach Stuttgart. Da läuft's noch. Und da läuft Philipp Müller die Außen aktuell. Maffeo bringt den Ball per Kopf raus. Nochmal Mario Götze ist also in der Partie. Und Sancho macht das 5:2. Doppelpack. Brun Larsen, Doppelpack. Sancho. Und jetzt ist hier richtig miese Stimmung. Da hat der Trainerwechsel zumindest vorerst nichts gebracht. Und die offensive Macht von Borussia Dortmund, selbst wenn Paco Alcacer mal nicht trifft, ist ja der Wahnsinn. Sancho macht das Ding rein. Götze holt sich den Assist, sicherlich auch nochmal wichtig für ihn. Ja, und da sehen die Stuttgarter einfach alt aus. Die Partien sind weitestgehend vorbei, außer in Nürnberg. Tor in Nürnberg! Wo jetzt ein Tor gefallen ist und das wollen wir unbedingt sehen. Der Lucky Punch für TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric in der 95. Spielminute schießt er seine Mannschaft zum dritten Saisonsieg. Eckstoß von Leonardo Bittencourt. Eigentlich miserabel reingetreten und Kramaric, was er dann draus macht, ist einfach sensationell. Halb Seitfallzieher, halb Fallrückzieher. Das sieht auf der Linie auch alles andere als glücklich aus. Aber egal, der Ball ist drin. Und Nürnberg muss sich nach, ja, schwachen 90 Minuten geschlagen geben vermutlich. Auch wenn die Hoffenheimer auch wirklich schlecht gespielt haben. Sie hatten jetzt eben diesen einen Punch, diesen einen glücklichen Treffer. Und so nehmen sie hier 3 Punkte mit aus Nürnberg. Bitter für die Klubberer, die sich stabil gezeigt haben nach dem 6:0. In Leipzig, aber nach vorne viel zu viel vermissen ließen. Kramaric ist der Torschütze des Tages. Wir schauen gleich nochmal auf die Ergebnisse und dann soll es das aus der Konferenz gewesen sein. Es folgen gleich noch die anderen Spiele in der Zusammenfassung. Jo, schauen wir kurz auf die Ergebnisse der Konferenz. Leverkusen gewinnt 3:0 gegen Hannover. Stuttgart verliert 2:5 gegen Dortmund. Wolfsburg, Bayern 1:1. Augsburg gegen Leipzig 1:2. Und Nürnberg verliert in letzter Minute 0:1 gegen Hoffenheim. Wir schauen jetzt noch auf die anderen 4 Partien. Nach gutem Saisonstart ist Fortuna Düsseldorf mittlerweile auf einem direkten Abstiegsplatz angelangt. Aber nach 7 Spielen ist da noch nicht so viel hinein zu interpretieren. Eintracht Frankfurt startet hier super in die Partie. Das ist Eihan, der den Ball unglücklich verlängert. Und Haller steht am 2. Pfosten komplett richtig. Kostic hat die Flanke reingebracht. Und dann steht es nach 5 Minuten 1:0 für Frankfurt. Die sind ja auch wieder überragend drauf in dieser Saison. Zumindest in den letzten Wochen konnten sie sich wieder richtig gut fangen. Gewann am Sonntag vor der Länderspielpause 2:1 gegen die TSG. Und jetzt ist Haller schon wieder da. Überragender Typ. Der ist wirklich sensationell drauf. Und die Frankfurter machten gut weiter. Keine halbe Stunde gespielt. Nikolai Müller wieder mit der Flanke von der linken Seite. Und Jonathan de Guzman mit dem 2. Streich. 26. Was für ein Treffer. Was für eine Abnahme. Das ist einfach super gemacht. Und da kann man dann als Michael Rensing im Tor auch nichts mehr machen. Das Waldstadion tobte und das ist wirklich ein sensationelles Tor. Diese Abnahme hatte den Treffer auch verdient. Wie er da hochsteigt, da kann man nur den Hut vorziehen. Was war mit Düsseldorf los? Taten sich lange Zeit schwer hier im ersten Durchgang. Kam dann aber in der 43. Minute mal zu diesem Gegenstoß, der eigentlich nicht so schnell verlief, aber dann doch relativ schnell zu Hennings in der Spitze führte und zum 2:1 vor allem auch. 2. Saisontor für Ruven Hennings und Düsseldorf war vor der Pause also doch wieder da und markierte den Anschlusstreffer. Also alles sicher oder alles offen, besser gesagt, gar nicht sicher für den 2. Durchgang. Super Schuss, nicht zu halten für Kevin Trapp und so stand es dann zur Pause eben 2:1. Und der 2. Durchgang fing gefährlich an für die Düsseldorfer. Gerade erst angepfiffen
Und schon spielten sie wieder nach vorne. Hennings auf Morales. Super Ball auf Benito Rahman. Wird nicht richtig angegangen. Und Sobotka bringt dann den Abschluss auch. Da ärgert er sich. Aber Trapp ist gut da in der kurzen Ecke. Fischt das Ding raus. Klärt zur Ecke. Die war dann jedoch relativ ungefährlich. Frankfurt tat sich erstmal schwer gegen jetzt besser aufgelegte Düsseldorfer. Brauchten über 10 Minuten, um in den zweiten Durchgang zu finden. Dann kam sie über Philipp Kostic. Sehr auffällige Partie von ihm. Zieht den Ball gut zurück. Das ist wieder De Guzman. Und der hatte richtig Lust auf diese Partie nach seinem ersten Treffer. Hier fast mit dem Doppelpack. Schöner Abschluss. Zieht haarscharf am zweiten Pfosten. Vorbei. Und wieder die Frankfurter. Wir sind schon in der Schlussphase. Haller, super jetzt hier durchgesteckt. Eigentlich aber Gieselmann. Erstmal dazwischen, dann Eihahn mit dem Fehler. Da Costa, Alan und da ist der Abschluss von Haller. Aber direkt in die Arme von Rensing. Doch die anschließende Situation, wieder Gefahr von der Eintracht. Wieder Philipp Kostic und da ist wieder De Guzman. Was für ein Tor, 88. Spielminute. Die Partie war entschieden. Frankfurt gewinnt mit 3:1 am Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf. Und De Guzman hier der Torschütze, der Doppeltorschütze mit einer klasse Partie. Aber auch eben Philipp Kostic darf man da nicht vergessen. Es war eine vernünftige Partie der Eintracht. Das 3:1 vielleicht ein Treffer zu hoch ausgefallen. Aber das 2:1 kurz vor der Pause von Düsseldorf war nicht mehr ausschlaggebend am Ende. So gewinnt also Frankfurt mit 3:1 verdient gegen Fortuna Düsseldorf. Der FC Schalke 04 konnte sich zuletzt regenerieren mit 3 Pflichtspielsiegen in Folge. Zweimal in der Bundesliga, einmal in der Champions League. Aber jetzt kam mit Bremen ein richtig starker Kontrahent in die Felddienstarena am Samstagabend. Und sie kam hier direkt mal gefährlich. Fährmann mit der Faustabwehr und da der Abschluss von Osako von Mendil. Aber noch abgefälscht zum Eckstoß. Schöne Abnahme. Aber Mendil war dazwischen, ist mit der Brust dran. Der anschließende Eckstoß. Kruse kurz ausgeführt auf Kainz und da ist Gebre Selassie und macht das 1:0 für die Gäste. Der Rechtsverteidiger zum zweiten Mal in dieser Saison trifft er zuletzt am ersten Spieltag gegen Hannover. Macht jetzt hier die frühe Führung für die Gäste klar. Fährmann ist bedient. Fälscht den Ball noch so ab, dass auf der Linie nicht mal geklärt werden kann. Und so eben die Gäste schon früh in sehr positivem Zustand. Und das nahmen sie auch mit. Osako auf die rechte Seite. Wieder Gebre Selassie mit der Flanke. Die ist gar nicht verkehrt. Caligiuri klärt erstmal, aber Osako und Kruse machen es nochmal heiß. Naldo dazwischen. Königsblau tat sich extrem schwer im Spiel nach vorne. Aber auch in der Defensive waren sie nicht unbedingt in der besten Verfassung. Kurz vor der Pause meldeten sie sich dann aber auch mal zu Wort. Omar Mascarell ist das. Omar Mascarell hat den Ball lange, dann ist es ein guter Ball auf Burgstaller, ist aber schon abgepfiffen. Der Treffer zählt zu Recht nicht, steht im Abseits, gut von Werder da rausgerückt und so eben nicht das 1:1. Doch Schalke wurde auch nach dem Pausenpfiff etwas gefährlicher, nahm das jetzt mit. Mendil, der nächste Abschluss, Di Santo aber auch im Abseits, das machte die Elf von Florian Kohfeldt wirklich überragend. Steht da klar im Abseits. Sie rücken raus. Veljkovic wieder dabei nach Gelb-Rot-Sperre. Und das merkte man. Eine sehr aufgeräumte Defensive. Auch wenn Langkamp das zuletzt gegen Wolfsburg auch sehr gut gemacht hatte. Halbe Stunde jetzt noch zu spielen und Königsblau versuchte schnell auszugleichen. Beziehungsweise jetzt den Ausgleichstreffer überhaupt zu bekommen. Mendil hat den Ball lange, legt dann zurück auf Di Santo und der macht komplett überhastet. Und so richtig gefährlich wurde es kaum für das Tor von Pavlenka. Wir sind schon in der Schlussphase. Noch einmal Schalke. Da kommen die Bremer nicht so wirklich an den Ball. Zurückgelegt auf Franco Di Santo. McKenny mit der Flanke. Aber Eggestein entschärft es und mehr kam von Schalke nicht. Bitter für Schalke 04. Sie investierten viel im zweiten Durchgang, aber es fehlte die hundertprozentige Möglichkeit. Und so verliert man dann 0:1 durch ein sehr frühes Gegentor von Gebre Selassie am Samstagabend.
Die Hertha konnte zuletzt beim 0:0 gegen Mainz 05 sich glücklich schätzen, einen Punkt mitzunehmen und nicht den zweiten Rückschlag in der Saison hinzunehmen. Und jetzt kam der SC Freiburg ebenfalls 0:0 gespielt gegen Leverkusen, aber sicherlich besser damit lebend. Und hier hatten die Gäste auch die erste Möglichkeit. Nicolas Höfler nach 12 Spielminuten, da spielen sie sich lange den Ball hin und her. Dann kommt mal der Abschluss, der ist auch gar nicht so verkehrt, aber der dreht sich eben vom Tor weg. Und die Gäste waren hier gut aufgelegt. Etwas mehr als 20 Minuten jetzt gespielt. Jerome Gondorf legt den Ball auf Christian Günther. Super Ball. Lustenberger ist nicht konsequent dazwischen. Mike Franz, Gulde, und da ist Roland Salay, der Abstaub und das Ding über die Linie hinweg drischt. 1:0 für die Gäste in der 23. Spielminute. Weil Lustenberger nicht richtig rankommt. Gulde den Ball gut verlängert auf den zweiten Pfosten und Salay dann richtig steht. Jahrstein ist noch dran, kann es aber nicht mehr verhindern. Dann warten aber auch die Herthaner auf. 5 Minuten vor der Pause bereits, wurde auch mal Zeit. Viel konnten sie nach vorne nicht bringen. Das ist Plattenhardt jetzt über die linke Seite, legt auf Dilrojun und Sjelbred nochmal auf Plattenhardt. Der hat gute Flanken und was ist das für eine sensationelle Kopfabnahme von Salomon Kalou. Der Ausgleich kurz vor der Pause. Erstes Saisontor für den Ivorer. Da freut er sich zurecht. Das war ein klasse Kopfball. Die Flanke von Plattenhardt war schon wirklich fein gemacht, aber den dann so per Kopf zu verwandeln, ist eben überragend. Klasse gemacht gegen die Laufrichtung. Einfach ins lange Eck eingenickt. Und einfach sieht es hier nur aus, weil Kalou die Qualität hat. Der ist super schwer zu machen. Schwolo kann nichts mehr verhindern. Der schmeichelhafte Ausgleich also vor der Pause. Der zweite Durchgang fing dann vielversprechend wieder an für die Hertha. Das ist Arne Meyer auf Sjelbred. Ein Übersteiger, dann steckt er den Ball durch und Duda mit dem Abschluss. Ansonsten kam nicht wirklich viel im zweiten Durchgang. Das war wirklich bitter, auch wenn sie hier vielversprechend anfing. Meldete sich Freiburg dann noch einmal zu Wort. Noch über 20 Minuten zu spielen und trotzdem war es das Gefährlichste, was nochmal passierte. Und das als gefährlich zu betiteln, ist ein wenig bezeichnet für diese Partie. Am Ende trennen sich Hertha und Freiburg 1:1. Absolut verdient. Im zweiten Durchgang war es nicht mehr schön anzuschauen. Kaum Torchancen. Und so geht dieses 1:1 dann am Ende leistungsgerecht in Ordnung. Borussia Mönchengladbach ist momentan wirklich sehr gut aufgelegt. Zuletzt 3:0. Gegen den FC Bayern München. Jetzt kam aber der erste FSV Mainz 05. Die stellen die beste Verteidigung. Und das sah man. Sie ließen lange Zeit nicht zu und setzen dann immer wieder diese Nadelstiche. Niakate Baku mit dem Abschluss. Aber über die Querlatte hinweg. 10 Minuten schon vor der Pause. Es war eine defensive Kompaktheit bei Mainz, die eben diese Partie prägte. Und Gladbach tat sich schwer mit dem Torchancen kreieren. Jetzt aber mal Stindl. Zentner war aber dazwischen. Dann Hazard im Abseits. Das hätte es sein können, wäre das 1:0 aus dem Nichts gewesen. Gladbach kontrollierte die Partie, aber kam eben zu kaum Torchancen, weil Mainz das in der Verteidigung mal wieder rücklich und richtig gut anstellte. Etwas mehr als eine Stunde jetzt gespielt. Baku mit dem Ballverlust. Florian Neuhaus auf Stindl durchgesteckt. Und Thorgan Hazard mit dem Abschluss. Klasse drauf, der Belgier in den letzten Wochen. Hier haut er den Ball knapp über die Querlatte hinweg. Und Gladbach war die bessere Mannschaft im zweiten Durchgang. Jetzt kamen sie auch zu einigen wenigen Möglichkeiten. Die waren dann aber immer wieder relativ gefährlich. Stindl auf Neuhaus und Zentner muss wieder eingreifen. Was war jetzt mit Mainz los im zweiten Durchgang? Keine Offensivaktion von der Elf von Sandro Schwarz. Zum Abschluss des 8. Spieltages drohte es also auf ein 0:0 hinauszulaufen. Das Lieblingsergebnis der Mainzer. 10 Minuten waren jetzt noch zu spielen und noch einmal der erste FSV Mainz 05. Und da fehlen einem die Worte. Riedle Baku
in der 81. Spielminute mit diesem Treffer. Und die Fohlen-Fans konnten es sich nicht erklären. Der erste und einzige Torschuss im zweiten Durchgang auf den Kasten von Sommer führte zu diesem Treffer und zum Tor des Tages. Es kam nichts mehr von Gladbach und Mainz entführt so 3 Punkte wie auch immer aus dem Borussia-Park. Gewinnt damit zum Abschluss des 8. Spieltages überraschend mit 1:0. So, dann schauen wir nochmal auf die Ergebnisse der Prognose in der richtigen Reihenfolge. Frankfurt gegen Düsseldorf 3:1, Wolfsburg gegen Bayern 1:1, Leverkusen gewinnt 3:0 gegen Hannover, Stuttgart verliert 2:5 gegen Dortmund, 1:2 verliert Augsburg gegen Leipzig, Nürnberg-Hoffenheim 0:1, Schalke-Bremen ebenfalls 0:1, viele Auswärtssiege, Hertha gegen Freiburg 1:1 und Gladbach gegen Mainz 0:1. Schauen wir noch auf die Tabelle. Borussia Dortmund, erster Platz, weiterhin jetzt mit 28 Toren nach diesem 5:2. Und unten im Tabellenfeld steht noch Düsseldorf auf Platz 16. Trotz der Niederlage ein Platz nach oben gerückt. Und ja, Hannover auf Platz 17, Stuttgart auf Platz 18. Ihr könnt euch die nochmal genauer anschauen. Ich gehe jetzt die Tabelle nicht nochmal komplett durch. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Abo, würde mich freuen. Aber naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.